Wieso tust du das, was du tust? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Wenn nicht, dann solltest du das unbedingt machen. Denn das ist eigentlich fast schon die wichtigste Frage, die du dir stellen kannst, wenn es um das berufliche Leben geht. Also stell dir mal diese Frage oder schau dir dieses Video an. Hallo, grüß euch. Ein spontanes Video im Auto, weil ich bin gerade unterwegs, aber es ist mir etwas eingefallen und aus zeitlichen Gründen. Ich möchte es heute unbedingt posten. Und zwar, es geht darum, wieso tun wir etwas? Wieso tust du etwas, was du tust? Und inspiriert dazu haben mich zwei Sachen. Gestern habe ich ein E-Mail bekommen, ein längeres E-Mail, ein richtig langes E-Mail. Von einer Dame. Meine Kunden sind eigentlich Männer, meine Zielgruppe, aber meine Herren, es gibt auch Frauen, die interessieren sich für die Sichtweise von uns Männern. Und natürlich, wenn man so Coaching bei mir macht, ist natürlich fantastisch, auch für Frauen natürlich, weil die sehen nachher dann die Perspektive des Mannes und da können sie natürlich viel mitnehmen. Auf jeden Fall habe ich dann ein Feedback bekommen, und zwar, es geht um Beziehungen. Ich habe ja so einen Kurs, 99 Euro kostet der, Beziehung besser verstehen. Da sind nochmal so ein paar Basics drinnen. Ich arbeite an einem wirklich umfassenden Kurs, wenn es nur um Beziehungen geht. Der wird bald kommen. Aber in diesem E-Mail hat sich diese Dame mehr oder weniger bedankt und hat mir halt ein bisschen Feedback gegeben, ziemlich lang, ausführlich. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich bedanken auch für dieses Feedback. Jedes Feedback tut gut. Jedes Feedback, auch wenn es kritisch ist, super, weil dann kann man sich verbessern, kann man an einem selber arbeiten. Das Feedback war jetzt positiv und es hat mich sehr gefreut. Und klar, die Dame hat mir das gezahlt. Und wo ich den Betrag auf mein Konto bekommen habe, war die Freude ja normal, sage ich mal, der Pickel. Hat sich nicht wirklich verändert. Gestern aber, wo ich dieses E-Mail bekommen habe, ja, ich war richtig happy. Ich war richtig glücklich. Und das ist auch der Grund, wieso ich das tue, was ich tue. Das hat mich so berührt, dieses Feedback, und das gibt einem Antrieb eigentlich. Das ist der Grund, wieso ich das mache, wieso ich mache, also was ich da mache. Und das müsst ihr euch alle fragen, wieso macht ihr das, was ihr macht? Und wenn es euch nicht emotional berührt, wenn ihr irgendwas nur wegen Geld macht, dann lasst es lieber bleiben. Und das zweite Erlebnis, das ich gehabt habe, heute habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen, Bekannten, und wir haben eine Geschäftsbeziehung, und dann habe ich ihm auch geholfen, wenn es um Beziehungen geht. Wir sind dann eben in dieses Thema reingegangen und dann nochmal ein langes Gespräch gehabt, wirklich langes Gespräch gehabt, und die haben dann helfen können in gewissen Sachen und habe jetzt dafür nichts verlangt oder so. Weil das nicht mein Fokus ist. Das ist nicht das, was ich will. Ich will nicht jetzt da Menschen helfen, ständig dafür nur Geld kriegen. Es geht eben nicht um Geld. Es geht um dieses Gefühl, das ich gestern gehabt habe, nachdem ich das E-Mail gelesen habe. Ich habe dieses E-Mail gelesen und habe so ein schönes Gefühl gehabt, dass ich einem Menschen habe helfen können in irgendwas. Und da geht es auch nicht um mich. Also, es geht nur darum, wieso ich das mache. Und das ist genau wegen diesem Gefühl. Es geht eigentlich nur darum, dass ich Menschen helfen kann. Und helfen will. Und das habe ich heute tun dürfen. Gratis. Es geht nicht darum, dass ich es gratis mache. Das ist egal. Aber diese zwei Sachen haben wir wieder mal vor Augen geführt heute und gestern Abend. Wieso ich das mache, was ich mache.
Ich mache das nicht, um irgendeinen Mega-Erfolg zu haben hier, sondern einfach nur, um Menschen zu helfen. Und vor allem Männern zu helfen. Klar, das war jetzt eine Frau, aber spielt ja keine Rolle. Aber einfach zu helfen. Und wenn ich irgendwo helfen kann, bin ich einfach nur glücklich. Und das Geld oder der Erfolg, wenn man irgendwas macht, kommt dann nachher. Kommt im Nachhinein, wenn du versuchst, das zu tun, was du tust. Und dein Wieso groß genug ist. Und das geht es. Dein Wieso muss groß genug sein. Das ist der Schlüssel. Dein Wieso muss groß genug sein. Und wenn du dein Wieso auch fühlst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du ein Unternehmen hast und du eine Vision mit dem Unternehmen hast, wieso du das machst, dann wirst du auch Erfolg haben. Hab einfach den Fokus auf dem Wieso. Wieso tue ich das, was ich tue? Denn alles andere folgt dann. Und ja, war richtig schön für mich. Gestern und heute auch. Dass ich einfach helfen kann, durch das, was ich jetzt jahrelang einfach mich selber beschäftige und mich ausprobiere und tue und gelernt habe. Es ist einfach schön, wenn man Menschen helfen kann. Und ja, vielen Dank. Also gut. 5-Tages-Challenge. Nicht vergessen, 1. bis 5. Komplett for free. Wenn jemand das ausprobieren möchte, probiert es ruhig aus. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, du, ist das was für mich, ist persönliche Weiterentwicklung so, wie der das macht, etwas für mich oder nicht. Kein Zwang, entspannt. Vielleicht ist das was für dich, vielleicht auch nicht. Und wenn ihr da mit dem Video ein bisschen helfen habt können, dass du dein Wieso in den Vordergrund einfach rückst und überlegst, wieso mache ich das, was ich mache, dann gib mir doch ein Like, teile dieses Video oder schreibe einen Kommentar dazu, weil ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und das ist das, wieso ich das tue, was ich tue. Und das sollte auch das sein, wieso du das tust, was du tust. Okay? Überleg, einfach denk nach über dein Wieso. Denk einfach drüber nach. Und ich muss weiter. Sagen, let's change the world together.